Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Kochvideo. Heute werde ich vegane Burger machen. Ihr kennt mich, ich ernähre mich gern gesund und auch nachhaltig, liegt ja im Trend. Ich habe mir diese Hamburgerbrötchen mit Sesam geholt, die kosten glaube ich 69 Cent im Lidl. Der ganze Einkauf wurde eigentlich im Lidl getätigt. Burgersoße ist der Rest hier vom Made for Meat Chili-Soße. Schade, dass die leer ist. Hätte ich 2 Flaschen holen sollen auf jeden Fall. Und das hier ist das Burgerfleisch. Gab es auch im Lidl. Ist jetzt runtergesetzt auf 1,24. Ich kaufe immer gerne die Reste auf, die aufgekauft sind, die reduziert sind. Zum einen spart man natürlich die Hälfte. Im Lidl ist immer 50%. Hab mir gleich noch ein Filetsteak geholt. Auch war auch die Hälfte. Noch ein paar Garnelen, alles die Hälfte. Und natürlich wird es nicht weggeschmissen. Ja, doppelt nice. Das ist bio und vegan. 1,24 € kosteten die 2 fetten Patties hier. So sieht das aus. Bin hier mal recht gespannt. Und der Käse. Na gut, dann legen wir mal los. Ich brauche noch was zu trinken. Aua. Ah. Ah. Boah, kennt ihr das, wer kurze Nägel hat? Das ist... So, ganz vorsichtig. Das ist ein Trick auf jeden Fall. Aua, das tut dann immer so weh unter dem Fingernagel. Das ist richtig ekelhaft. Ah, es geht nicht zu bekommen, Strong Zero. Aber gehört, dass es eine Foltermethode gibt, wo man irgendwie so Schaschlikspieße oder so Zahnstocher unter die Fingernägel getrieben bekommt. Oh, das stelle ich mir so krass vor, Alter. Wir grillen das Ganze. Da spart man auf jeden Fall eine Menge Arbeit, Abwasch und vor allem Fett. Das natürlich nicht in die Pfanne muss, weil es gibt keine Pfanne. Hier wird gegrillt mit feinster Oberhitze. Gebärbockt. Grüße gehen raus an Otto Wilde. Beste, wo gibt. So, es kommt, ich würde fast sagen, das Fleisch, aber das ist ja, die Burgermasse kommt jetzt hier auf den Grill. So, oh, was haben wir denn hier? Ja, das sind Bauchscheiben vom Schwein, also feinster Bauchspeck, der kommt natürlich mit drauf, sonst würde es ja nach nichts schmecken. So. Wunderbar. Oh, sieht das nicht geil aus, Alter? Mmh. Yeah. Während das Ganze brät, bzw. gegrillt wird, bereite ich schon mal den Rest vor. So, hier haben wir den Käse. Das ist im Prinzip so Blauschimmel. Blauschimmel ist auch schon Edelschimmelkäse. Die schneide ich in Scheiben. Und am Ende lege ich dann auf die Patties jeweils so 3 Stück Käse und grill das dann noch ein bisschen mit an. Das ist dann so schön verläuft und dann, ich kann es jetzt schon, ich würde es am liebsten jetzt schon rammeln, das Ganze, Und die Soße, die trage ich jetzt schon mal auf hier, selbstverständlich auf die obere Hälfte der Brötchen, damit das schön hier schon mal einzieht und dann eins miteinander ist. Oh, Junge, die Kacke ist alle, aber das ist auch nicht so schlimm, wenn es zum Rest hingeht, richtig fest zuschrauben. Zentrifugenartig das Ganze bewegen und alles, was noch da ist, wird natürlich dann durch die Zentrifugalkraft hier, durch die Fliehkräfte nach unten gepresst. So. Komplett leer das Ding. Sehr schön. Mmh. Oh Junge, ja, ich hab jetzt richtig Bock auf dieses Mahl, Alter. Oh, mir läuft jetzt schon alles hier im Maul zusammen. Die ganze Suppe. Ja, und das klingt auch schon geil. Was ich da höre vom Grill. Gucken wir mal hier, wie es läuft. Naja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was für eine Farbe die haben müssen. Bei dem Fleisch ist es ja logisch. Aber ja, kriegen wir alles hin. Schweinebauch ist schon gewendet. Die wende ich jetzt mal. Ich hoffe, die sind doch schon durch. Bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher. Aber so sieht das aus. Mystisch. Ja, und die werden wir jetzt erstmal scharf anbraten. Wenn die dann scharf, ich sag mal braten, angegrillt sind, kommt dann noch der Käse drauf und danach, ich bin schon richtig geil auf das Ganze. Es gibt kein Gemüse oder so drauf, weil, naja, weiß ich nicht, wenn ich das privat jetzt hier so mache, dann schneide ich mir jetzt hier keine Tomaten, Zwiebeln oder irgendwas anderes mit drauf. Der Käse reicht mir als Ausgleich und hier ist doch auch Gemüse drin oder nicht. Oder etwa nicht, verdammt nochmal! So sieht jetzt der Zwischenstand aus. Das ist hier mehr oder weniger schon gut. Die nicht, aber ich werde die
Temperatur jetzt immer ein bisschen runter drehen. Passen da überhaupt drei drauf? So, ich hoffe, dass es jetzt nicht komplett zerschmilzt und runterfließt. Das wäre nämlich nie so geil, weil ich hier keinen Bock habe auf eine riesengroße Sauerei. Aber das werden wir gleich sehen. Aber an sich gefällt mir das. So war es nämlich geplant. Ich habe mich jetzt spontan noch dafür entschieden, den Bürbel etwas schärfer zu machen. Das hier ist Sambal Naknan Level 5. Das ist wirklich sauscharf. Das ist der letzte Rest aus Bali. Das ist zwar schon ewig überlagert, aber so ein Mist wird das sowieso niemals schlecht, würde ich jedenfalls mal vermuten und ein bisschen auch hoffen. Und das ist vom Geschmack her aber richtig geil, obwohl es schon so scharf ist, dass es halt, naja, unangenehm ist. Ja, ihr wundert euch jetzt vielleicht auch, warum ich so extrem wenig drauf mache. Glaubt mir, das reicht. Das ist nie so, was man hier im Asia-Shop kaufen kann. Das ist halt wirklich, naja, scharf. So, das verteilen wir hier mal ein bisschen. Und dann kommt gleich noch was drauf, was ich echt auf mehr Sachen gerne sehen würde. Bei Subway hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, Frischkäse bzw. ähnliches drauf zu machen. Und das machen wir hier jetzt auf jeden Fall auch. Und zwar in rauen Mengen, um dann diese Schärfe auszugleichen. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr drauf gemacht, als ich wollte. So. Das ist übelst viel. Also das sieht jetzt vielleicht wirklich aus nach ein paar Spritzern, aber das ist wirklich sauscharf, das Zeug. So. Nicht zu viel. Geil. Oh, Junge. Ich kann es echt nicht erwarten, in diese Dinger zu beißen. Ich kann es einfach nicht erwarten, in diese gottverdammten Mahlzeiten hier zu... Ich will diese Burger einfach nur zusammenhalten so und dann meinen Pullermann dazwischen stecken und dann einfach immer wieder rein und raus und dann werde ich in dem Essen kommen. Versteht ihr, was ich meine? Ich komme in dem Essen und dann esse ich es. So, da können wir mal anfangen hier, denn es zerfließt schon. Das war knapp. Haben wir fast die Kontrolle über das Ganze verloren. Oh, ein Traum, Alter. Ein Traum. Scheiße. Schnell. Hier ist es schon sehr hart an der Grenze. Aber oh, geil, Alter. Eigentlich genauso soll es sein. So genauso soll es verdammt nochmal sein. Guckt euch das an. Das ist einfach nur, oh, das ist Sex. Glaubt mir, das ist nahrungsmitteltechnischer Geschlechtsverkehr. Alter, oh, ich... Oh, ist das geil. So, was den Bauchspeck angeht, muss ich natürlich ein bisschen zuschneiden. Weil ich esse natürlich nicht das gesamte Fett, was da dran ist, mit. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Manche mögen das natürlich, wenn das so extrem fettig ist. So. Aber ich bin da jetzt nicht so geil drauf. So, ist das für mich auf jeden Fall sehr ausgeglichen. Alter, ist das... Oh, herrlich. Herrlich. Also so habe ich mir das vorgestellt, als ich im Lidl vor dem Regal stand. Wirklich genauso. Und... Das Ganze besteht ja auch jetzt nur zur Hälfte aus Fleisch. Das kann man mit gutem Gewissen essen, würde ich mal sagen. Alter, oh, ich wäre nicht mehr. Das werde ich jetzt sowas von in meinen Maul ficken. Eine Rundfahrt muss es noch geben, Alter, Junge. Nee, gut, ich kann nicht mehr warten. Ich muss das jetzt verspeisen. Was ist eigentlich eure Meinung dazu? Muss man das eigentlich toasten, also die Brötchen? Oder Burgerbrötchen, so wie sie sind? Also ungetoastet. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Eigentlich wollte ich sie toasten, aber scheiße, das habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Gut. Okay, ich hoffe, die Burger sind jetzt nicht zu hoch. Man kann die einigermaßen verspeisen. Aber ich habe auch schon höhere gegessen. Oh. Ja. Also man merkt auf jeden Fall das eher feste Bauchspeckfleisch und dann diese pampige, dreckige Mistmasse von diesem veganen Scheiß. Der Käse schmeckt sehr, sehr geil raus. Das Scharfe ist, ich hätte weniger drauf machen sollen, ehrlich gesagt. Da hätte ich mehr von dem schönen, würzigen
Schwein geschmeckt und Käse. Aber ja. Vom Geschmack her ist diese veganen Patties sind gar nicht mehr so schlecht, aber von der Konsistenz eklig, echt eklig. Da fehlt mir halt dieser Biss vom Fleisch. Aber geschmackstechnisch, ja, passt schon. Ja, aber alles in allem ein geiles Ding. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Kalorien die zwei Dinger haben, aber ist mir scheißegal, ich bin eher abgemagert, guckt mich mal an hier. Bin ich dürr. Oh. Junge. Macht's nach, ohne Witz. Absolute Empfehlung. Genau nach diesem Rezept und ihr werdet es nicht bereuen. Also gut, ihr werdet jetzt höchstwahrscheinlich kein Chili-Zeug aus Bali haben, aber. Aber der Rest auf jeden Fall. Der Käse ist auch sehr günstig, die Brötchen sind sehr günstig, dieser Speck und auch die Patties. Echt sehr günstige Komponenten. Wenn man keinen Bauchspeck mag, kann man natürlich auch Bacon nehmen, aber das fand ich zu langweilig. Ja. Oh Gott. Geil. Tschüssi. Ich kann nicht aufhören zu essen.